殺す。おじけづくか。Consumes all three bone shield charges. For each charge consumed, you gain 3 runic power and absorb damage equal to 3% of your maximum health for 8 seconds. Okay. Roter Durst. Spending runic power will decrease remaining cooldown on vampiric blood by 2 seconds per 10 runic power. Und Vampirblut gibt mir 10 Sekunden lang, wenn ich in so einen Untoten verwandelt, wodurch sich eure maximale Gesundheit um 45% und eure sämtliche erhaltene Heilung um 45% erhöht. Das ist viel cooler. Ah. Es ist viel cooler, weil. Ja. Weil es so ist. Weil ich ja sowieso Dings hier spamme. Todesstoß, der mich ja. Eigentlich Runenmacht kostet. Das ist halt so krass. Das Ding macht 168.240.000 Punkte Schaden. Pang. Defensiver Angriff. Der nekrotische bla bla bla. Vor allem zu Dings, ne? Hier tanzen Runenwaffe aktiv ist. Die ja. Meine Angriffe imitiert so. Und dann. Zack, Alter. Packst du das aus der Tasche und dann gehst du ab. Und dann spammst du noch Herzstoß. Pang, pang, pang. War da noch irgendwas? Ein Blood Shield? Here they come. Oh. Hier drin funktioniert Herzschuss sogar noch besser. Lese ich jetzt gerade, weil er im Tod und Verfall trifft er alle Gegner. Komm zurück, Penner. Ich bin Das war eben brutal, ey, mit der Dings. Halt mit der Runic Weapon aktiv. Zack! Oh, das ist eigentlich eine kluge, weitaus klügere Idee.
So wie das, aber. Passt schon, ne? Heftig. Das ist ja echt interessant, auch wegen dem Totenverfall. Wenn da halt alle drin stehen, dann ja, dann kriegen auch alle von mir den Herzschuss ins Gesicht. Das ist übel. Wie gesagt, Herzschuss kostet mich ja nur. Ich brauche ein Ziel. Kostet mich ja nur Leben sozusagen. Ah, daneben gejumpt. Ja, was los? Eins, zwei, drei, vier, fünf Leute hatte ich auf mir. Also für die schiere Anzahl an Leuten, die da auf mir drauf gewesen sind, habe ich allerdings noch eine ganz gute, oder ja, ich habe eine anständige, sagen wir mal, eine anständige. Show abgeliefert. So, jetzt kann ich allerdings noch mal gucken, ob ich nicht den Schaden von Herzstoß noch nicht noch ein bisschen optimieren kann. Erstmal nehme ich das hier raus und das hier rein.
Das ist nicht schlecht, aber ist auch nicht schlecht hier. Draining Health. Generiert 3 zusätzliche Runenmacht oder wer ist das Ganze hier? Ja, Runenmacht. Für jedes Ziel, was ich treffe. Ist nicht schlecht. Mehr Runenmacht, dann könnte ich natürlich Todesstoß öfters spammen, weil Todesstoß kostet halt 40 Runenmacht, das ist nicht wenig. Und ich habe Maximum von 110, also im besten Fall sind das 3, die ich hintereinander spammen kann, weil zwischendurch kriege ich ja wieder ein bisschen Runenmacht. Wenn ich mindestens 5 Knochendings da habe, ist die sind die Kosten für meinen Todesstoß, also hier für den hier, sind die reduziert und zwar um 5. Meine Rune Power ist sogar increased bei 10, also kann ich sogar 3 machen hintereinander. Jetzt nachdem ich den Todesritter ein bisschen gespielt habe, so. Und auch so mich mit den Fähigkeiten ein bisschen auseinandergesetzt habe, fange ich natürlich langsam an zu verstehen, wie der Hase hier läuft. Benutze ich viel zu selten eigentlich. Wäre vielleicht eine Idee. Man brauchte alle Runen, um jeden Schaden, der eintrifft, um 25% oder Schaden nochmal um 25% zu reduzieren. Aber alle Runen? Ah ne, Consumes Air Rune. Sorry, mein Fehler. So, also eine Rune für 25%. Ja. Das hier wäre es viel. Das wäre vielleicht eine Idee. Wegen. Wenn ich unter 35% Leben falle, ist alles, was ich an Schaden kriege, um 20% reduziert. So, ich hole mir noch mal kurz was zu trinken und dann schauen wir mal, was geht. Ich hole mir trotzdem kurz was zu trinken.
So, oh verdammt, das geht ja schon los. Sorry an mein Team. Die hauen sich hier mit denen irgendwie auf offenem Feld. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, sie haben. Aber vielleicht gibt mir das die Möglichkeit, mich hier mit einem oder zwei zu kloppen, so. One-on-one. Zwergenpaladin. Aber es ist auch ein Tank. Oder? Ja, ich glaube, es ist sogar ein Heiler. Heiler den Tod. Ihr seht halt, das Ganze ist ein bisschen laggy, ne? Dazu. Das sah ja interessant aus. Ba, ba, ba. Aber so dafür, dass ich solo gekämpft habe mit drei Leuten, denke ich mal, war es schon ganz interessant. War es schon ganz interessant. Aber wie gesagt, das Ganze doch ein bisschen laggy, ja? Weil irgendwie so Dings, den Magier konnte ich halt auch nicht an mich heranziehen und den killen, sondern er, weiß nicht, flog da durch die Gegend oder was auch immer er gemacht hat. So viel dazu. Ich bin mir eigentlich sicher, ich würde den auch alleine packen, aber alleine wäre es echt nervig, so mit
hinterherlaufen und gekitet werden und ach, hast du nicht gesehen. Wobei das hier ein sehr, sehr schnelles Spiel war, muss ich zugeben, weil es jetzt gleich vorbei ist. Und wir haben nicht mal einen Punkt geholt. Okay. Allianz steht kurz vor dem Sieg. Kann es sein, dass sie es nicht schaffen, die. Doch, die Lore haben sie zurückbekommen. Ah, da. 70 Punkte. Yay! Hey, hello, my friend. Aber nicht zu null. Wobei da jetzt das nicht bedeuten soll, dass das jetzt voll die Leistung gewesen ist. Hahaha, jetzt haben wir es denen aber gezeigt. Er nicht. Er umgekehrt. So. Ich hatte doch eben gerade was überlegt. Talente, genau. Ja, das wäre schon vielleicht gar nicht so schlecht, die Fähigkeit hier nur. Ich teste das mal hier.
So, schauen wir uns doch mal an, was uns hier jetzt erwartet. Also ich habe 2,5 Millionen Leben, Punkte Leben, besser gesagt, im PvP. Und so normale haben 2,2, 2,4. Ein Tanker, das ist auch ein Tank, Todesritter. Weil wieso hat er nur 2,4, während ich 2,5 habe? Gute Frage. Was haben wir denn da? Wir hätten da einen Todesritter, bei dem wir nicht wissen, was er ist. Hatten wir da noch einen Dämonenjäger? Da kommen sie. Die kommen, um uns zu holen. Holen wir sie. Das ist so übertrieben, diese Mobilität von von Dämonenjägern ist puh. Ich muss auch zugeben, ich habe bis jetzt noch kein einziges Mal Dämonenjäger gespielt. Ich wollte schon los Eiern ihm helfen, aber das ist jetzt Schurke gegen gegen Frostmage. Das gesehen, wie er ihn getroffen hat, wie ein Angriff oder ich weiß nicht, so ein kurzer Schlagabtausch, 60% Leben des Magiers weg. das ist brutal, ey. Ein wenig außer Kontrolle, würde ich behaupten. Na, vielleicht kriegen wir einen 1-on-1. Come on, my friend, come on. Oh yeah. Ich habe keine Ahnung, was da jetzt passiert ist. Ich gehe jetzt einfach davon aus, der Schurke hat ihn getötet. Ich habe an sich noch gar nicht angefangen, Schaden zu machen. Ich hatte mich eigentlich eher darauf fokussiert. Jetzt habe ich Schaden gemacht. Und dabei ist mir aufgefallen, dass ich ja mit meinem Blutstoß kann ich mir ein Schild geben. Mit meinem Todesstoß kann ich mir ja ein Schild geben, der Schaden absorbiert. Und mein Herzstoß kostet mich ja Leben. Allerdings scheint es so zu sein, dass ich das halt umgehen kann, wenn ich halt den Blutstoß spamme. Weil dann habe ich ja diesen Schild. Ist das hier Mr. Todesritter? Mr. Sie ist schon tot, nochmal draufgehauen. Peng. Ja, das scheint echt zu wirken. Von wegen den Todesstoß spammen und dann. Oder mit dem Todesstoß halt den Buff aufbauen und dann Gegner töten.
Da drinne ist ein Gegner und es ist ein Dämonenjäger. Ich bin aus. Hallo, Mister. Oh shit. Das ist zu weit entfernt. Ich muss nicht. Verdammt! Ah, ich hatte auch noch ein Dings. Ich bin mir nicht sicher, ob das nicht ein Blut, auch ein Bluttodesritter gewesen ist. War auch ein Todesritter. Das ist so krass, ey. Tschüss. War das jetzt komplett? Nee, das war nicht komplett alleine. Der Schurke, aber der Schurke hat Blutung, verletzt euch. Ich glaube, das ist ein Dot, ne? 240.000 Punkte Schaden. Giftbombe. 100.000. Das ist schon nicht ohne. Und wie gesagt, ich bin ja ein Tank. Also der hat diesen Schaden gegen mich als Tank gemacht. So. Bei Blutung, ich bin mir nicht sicher, ob das der Dot war. Blutung. Teil davon allerdings absorbiert. Aber nichtsdestotrotz, das ist schon beeindruckender Schaden, definitiv. Sauber. So, wieder. Zwergenschamane. So viel dazu. Ich bin komm schon.
eng. Diese, das ist so übel mit dem Blutstoß. Ich bin außer Reichweite. Das halt immer garantierte harte Hits sind so. Ist egal wie, es sind immer garantierte harte Hits. So. Ja. Echt, die Mobilität ist echt auch so übel von denen. Das Einzige, was ich nicht weiß, ist, ob die so mäßig... Ich glaube, es geht nicht. Aber wenn es geht, dann müsste, dann wäre es zu übertrieben. Ob die eine Flagge nehmen können? Eine Flagge nehmen können so mäßig und dann damit durch die Gegend fliegen, schweben, whatever können. Fragwürdig. Aber definitiv beeindruckende Reichweite. Oh? Zack, Drecksau, nein! Nicht runtergehüpft. Das war das Wichtigste, ich bin nicht runtergehüpft. Ah ja. Auch Blutdicker, 61 Millionen Punkte Schaden. Also wie ihr seht, das Potenzial im Blutikar ist echt enorm. Ja. Ich glaube, so, dass das Heftigste, wie er Schaden machen könnte, ist halt Tod und Verfall zu legen, weil dann Herzschlag sozusagen alles, was da drin ist, wenn ihr da drin seid, trifft der Herzschlag. Wenn ihr dazu dann noch tanzende Waffe aktiviert habt, so dass das Ganze halt ja, dupliziert wird, sprich ihr macht einen Herzstoß und es kommen zwei bei raus. Und wenn die dann halt, wie gesagt, alle in Tod und Verfall stehen, wenn die alle davon getroffen, einen könnt ihr dann noch mit dunklen Befehl hier belegen. Dann macht der ja auch noch mal ein bisschen, macht ihr zumindest an einem ein bisschen mehr Schaden, insgesamt 20%. Was soll ich sagen? Machen wir noch ein Spiel und dann reicht mir das allerdings auch. Das ist ja wie geplant.
Also ihr seht ja allerdings, wie gesagt, der Blutstoß kostet mich ja, anstelle von Ruhm kostet er mich ja Leben. Aber wie gesagt, 240.000 Punkte Schaden und das sind, das kann halt auch kritisch sein. Ne? Ich habe jetzt nicht darauf geachtet, was der höchste Hit-Crit gewesen ist, den ich so fabriziert habe. Aber ich weiß, dass da auch mal sowas mit 300.000 dabei gewesen ist. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das ein Herzstoß gewesen ist. Und Herzstoß trifft ja sofort ein Ziel plus ein weiteres. Also wenn da zwei Gegner sind und die sind nahe ineinander, treffe ich beide damit. Selbst wenn ich keinen hier Tod und Verfall gelegt habe. Wenn ich Tod und Verfall gelegt habe, dann, lass mich kurz lesen. Also, wenn ich drinnen stehe in Tod und Verfall, dann wird mein Herzstoß alle Ziele nah von meinem Hauptziel aus treffen. Und die steht allerdings auch nicht von wegen irgendwas mit bei, von wegen mit reduzierten Schaden oder sonstiges. Und das ist halt dann übel. Also ich mache mal, wenn gib mir irgendwie so 2-3 Sekunden, dass ich das so ein bisschen vorbereiten kann, dass ich dann da reinstampfe und dann einfach anfange Todesstoß, anfange einfach Herzstoß zu spammen. Auch jetzt ohne zum Beispiel mit Todesstoß zu arbeiten, so dass ich dann den Schild aufbaue. Ja, dann gute Nacht, mein lieber Scholli. Gute Nacht. Das ist auch ein Blut-Todesritter. Jop. Das ist echt brutal. Morgen-Todesritter. Das könnte ein interessantes Duell werden. Oder auch nicht, da sind jetzt schon zu viele von uns unterwegs. Selbst wenn er halt auch Blut-Todesritter ist, nicht gegen 1, 2, 3, 4, 5, 6 mögliche 6 Gegner. Ist auch irgendwie nicht besonders smart so. Du bist dahin laufen, ist irgendwie. Ja, seht ihr das? Weg. Ich glaube, das waren einer, zwei. Ich habe es jetzt nicht gesehen, wie viele da mit denen gekämpft haben, aber. Ja. Da haben sich seine Hitpoints dann auch in Luft aufgelöst. Oh, Heiler. Ich leider nicht mit Tod und Verfall und Ruhmwaffe so arbeiten, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber ich versuche das jetzt gleich mal zu arrangieren. So, Tod und Verfall, Ruhmwaffe, Herzstoß-Spam. So, das war so ganz okay. Oha. Ja, da habe ich mich aber rechtzeitig noch wegbewegt, sozusagen. Wenn ich mir jetzt so anschaue, was ich da eben gerade, was sozusagen hinter uns lang gekommen ist.
Nun braucht das hier ein Schurke oder ein Heiler? Aber macht das niemand. Jetzt ein schönes 1v1, hätte ich schon Bock drauf. Oder 1v2, gegen so zwei Krieger. Hätte ich echt Bock drauf, so. Und dann halt einfach mal sozusagen testen, was ich denn so alles aufs Schlachtfeld werfen kann an DPS. Unholy Death Knight. Das war übel, ey. Das war übel. Aber da, Dings, das war auch ganz cool. Da konnte man zum Beispiel jetzt auch sehen, wie das halt funktioniert. Mit. Ja, das denke ich mal, war gar nicht so schlecht, um sich einen gewissen Eindruck darüber zu verschaffen, was LaTK so austeilen kann. Echt übel. Ich weiß nicht, was der Schurke da gemacht hat, aber er hat Schaden gemacht. Und das nicht gerade zu wenig. Oh ja, nein, danke. Nicht so viele auf einmal, bitte. Thank you.
Schade. Aber gut ausgepackt. Hätte noch. Hätte, ich hätte. Ich hätte auch dies hier. Komm schon, noch einmal mit Dings. Noch einmal mit Runenwaffe. Mit aktiver Runenwaffe gegen Gegner vorgehen. Oh, das sind aber ganz schön viele. Wie viel hat es von denen gebraucht, um mich zu killen? Ich glaube, das war zumindest die Hälfte der gegnerischen Mannschaft. Auf den Dings, auch der Tank Trader, ihr habt das ja gesehen, alter Schwede. Ich weiß nicht, ob er jetzt Heilung gekriegt hat, irgendwo aus dem Hintergrund, oder ob er das gewesen ist. Halt auch mit irgendwie, so wie ich halt mit meinem Todesstoß sich dann auf geheilt hat. Ich auch noch gern so ein bisschen rumgekloppt. Da hätte ich sie, glaube ich, auch tot gekriegt. Aber ja. Ich glaube, das ist. Wie gesagt, mir reicht das für einen Abend. Wenn ihr da nochmal Bock drauf habt, wegen Blutiger sich anschauen, lass mich das über die Kommentare wissen. Dann werden wir es auf jeden Fall mal wiederholen. Aber. Aktuell, wie gesagt, ist mir persönlich die Lust so ein bisschen drauf vergangen, weil ja, es ist halt wie es ist. Es ist einfach nur ich pack mir jemanden und ohne große Herausforderung kloppe ich den einfach zu Brei, weil er kann mir nichts entgegensetzen. Nicht nur, dass ich defensiv ungeheuer stark bin, einfach aufgrund dessen, weil ich Tank spiele, sondern offensiv, ihr habt das ja gesehen, eben gerade, vielleicht nicht das beste Beispiel, aber ihr habt ja gesehen, wie viele Ziele ich treffen kann. Und wie gesagt, ich habe ja noch hier, Schwindsucht, macht auch hammer viel Schaden, setze ich viel zu selten ein. Nicht, weil ich es nicht einsetzen will, sondern wie gesagt, da fehlt einfach so diese Routine, auch die beiden Skills hier, wo ich mit Gegner zusammenziehen könnte, mit Blutschattengriff und hier Gespensterwanderung, von wegen mich schneller bewegen. Das sehe ich viel zu selten ein. Einfach weil mir die Praxis da fehlt. Wie gesagt, wenn ihr nochmal Bock drauf habt, euch Blutika reinzuziehen, gebt mir Bescheid über die Kommentare und dann werden wir das definitiv nochmal wiederholen. Bis dahin, ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, sage ich bis zum nächsten Mal hier. Super Gambo.